Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder euer Avenger, so wie immer und ich hab's schon wieder verkackt. Ja, warum kein Video kam und was es eigentlich heute als Thema gibt, sehen wir natürlich wieder gleich. Also, Intro ab und bis gleich. Oh nein. Tja, warum wieder mal am Mittwoch kein Video kam, deswegen habe ich ja da unten in Klammern geschrieben, meistens. Ja, ich habe momentan ein kleines Projekt vor mit dem lieben Honeywolle. Ja, wir machen da so ein kleines Projekt und da gab es ein paar kleine Komplikationen, wo ich aber jetzt nicht genauer darauf eingehen möchte. Und zwar, wir haben uns gedacht, also eigentlich war das die Idee von Honeywolle, fand ich eigentlich ganz cool. Dieses Format, wie es heißt, sind wir uns noch nicht so ganz einig, ob das jetzt blödes Geschmack ist oder nicht, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall so ein paar Sachen uns immer mal rausfinden, ob bei gutefrage.net oder jetzt im aktuellsten Video geht es um WhatsApp-Chat-Nachrichten und da tun wir uns halt ein bisschen darüber unterhalten und werden ein paar Fragen beantworten, auf eine lustige Art und Weise. Also, wie schon gesagt, schaut auf jeden Fall mal rein, ist auf jeden Fall mega geil und natürlich hat meine Arbeit was damit zu tun. Ja, und ich möchte auch irgendwann mal spielen und ein bisschen was mit meiner Frau unternehmen. Man möchte es kaum glauben, ich habe ein Real Life. Ja, es ist unglaublich, aber es ist echt wahr, Mann. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich zocke ja öfters mal auf Twitch, dann streame ich mal wieder auf YouTube. Der Erfolg bleibt ein bisschen aus, aber hey, das kommt halt echt mal vor. Gut, worauf ich eigentlich heute hinaus will, ist folgendermaßen. Ihr wisst ja, ich will ja ein Video machen, also eigentlich jetzt nicht unbedingt gegen die ZAK. Also eigentlich schon, aber nicht so, wie sich das vielleicht manche denken. Ich möchte eigentlich nur zum Denken animieren. Also auch vielleicht die, die dafür verantwortlich sind. Ob das Video jetzt viral geht, brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil glaube ich nicht. Also dafür bin ich wesentlich zu klein, aber wie schon gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich möchte einfach so ein paar Vergleiche ziehen, weil ich das einfach unfair finde, dass die denken, beziehungsweise der übelste Lobbyist, der ehemalige Lobbyist bei RTL, der meint halt, man könnte YouTube mit Fernsehen vergleichen. Ja, hat richtig gehört, mit Fernsehen. Und ich bin ja der Meinung, YouTube ist alles andere als Fernsehen. Das ist, hat gar nichts mit Fernsehen zu tun, eigentlich. Mehr oder weniger. Bis auf die Unterhaltung. Also, der geilste Spruch, den ich jemals gehört habe, ist eigentlich der Slogan von Maxdome, weil es ist wirklich so, du bestimmst, was läuft. Und das verkörpert auch YouTube ein bisschen. Aber auf eine andere Art und Weise. Klar, hat viel mit Unterhaltung zu tun, aber du kannst mitentscheiden. Du kannst selber Content machen, sofern der gut genug ist. Viele Leute, die vielleicht im Real Life nicht so aus sich rauskommen, konnten oder können, die können das in den Videos komplett entfalten. Ja, dann sieht man, welcher Mensch das eigentlich wirklich ist, sofern er das auch sein möchte. Klar gibt es viele Leute, die dann einfach eine Maske aufziehen und irgendwas dahin brabbeln, in der Hoffnung, dass Leute das cool finden und man verstellt sich dann ein Leben lang. Halte ich natürlich nicht davon viel davon. Halte ich nicht viel davon. Nee, ihr kennt meine Meinung auf jeden Fall und nee, ich möchte einfach da ein bisschen darauf hinweisen, dass das viel mit Kreativität zu tun hat und dass man halt auch wirklich mitbestimmen kann. Man kann Kommentare schreiben. Und was jetzt die Gefahr wirklich von dieser Rundfunklizenz ist, falls die es jetzt wirklich geben sollte. Ich finde, dass die kleinen YouTuber, die kein Geld mit YouTube verdienen, die haben eigentlich, die sollte man dafür nicht belangen, weil die können nichts dafür. Ja, man kann von Leuten kein Geld verlangen, die gar kein Geld verdienen. Meiner Meinung nach. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das denkt, aber schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid oder so. Wäre immer ganz nett, wenn ich mal was lesen könnte. Und das Problem ist halt einfach, wenn man seinen Channel nicht mehr bezahlen kann, kann man dann überhaupt noch Kommentare schreiben? So ohne Channel, sage ich jetzt mal. Oder viele, die wirklich kreativ sind, die vieles dazu beitragen können, dass YouTube Deutschland vielleicht irgendwann mal, ja, es hört sich jetzt echt komisch an, weil das wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich ist, aber irgendwann mal wieder ein bisschen höher klettert, wie das Niveau, was es gerade. Da müsst ihr ganz schön tief runtergehen, um das Niveau heutzutage von YouTube zu finden. Was ich auch ein bisschen schade finde, Klängern übrigens hat er drüber ein cooles Video gemacht, dass dieses Genre Gaming so langsam ausstirbt, obwohl. Ich bin da fast schon ein bisschen anderer Meinung, weil dadurch, dass man jetzt auf YouTube streamen kann und auf Twitch auch, wo dann überwiegend eigentlich nur Gaming-Content gebracht wird, könnte es eigentlich schon wieder aufsteigen. Aber durch diese Rundfunklizenz natürlich
geht es dann halt wieder krass nach unten. Und das ist das, was ich so schade finde. Wirklich, wenn so kleinere YouTuber oder Kinder zum Beispiel, der Crazy Boy, der macht so coole Videos. Das ist so ein junger Mann. Ja, und der macht so coole Videos eigentlich. Ja, wo ich mir dann denke, Alter, wenn der dann, also solche Leute dann wirklich den Kanal nicht mehr bezahlen können, oder so wie ich bin ja auch nicht groß, oder wie der Honey Wolle, oder wie zum Beispiel Predacus macht auch coole Videos, Ich mag Milch, coole Videos, der Tauli, coole Videos, der Timmy von The Clash of Trash 31, das sind dann alles Content, was verschwindet auf YouTube. Ganz einfach. Diese ganzen Minecraft-Let's Player, die aber Millionen, die es in Deutschland gibt, und es sind verdammt viele, die sterben einfach aus. Und das heißt dann eigentlich, dass die großen YouTuber als einzigste noch Content bringen können. Und das wird dann so, dass es wie im Fernsehen ist. Es wird verallgemeinert, die Großen werden immer größer, die Kleinen werden komplett weggescheucht. Und das ist das, was ich so schade finde. Und deswegen versuche ich mit diesem Video da ein bisschen aufmerksam drauf zu machen, darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich YouTube ausmacht. Ne? Wie schon gesagt, diese Kreativität, dass es Spaß macht, mitzuentscheiden. Wie ich zum Beispiel in meinen The Walking Dead Videos, wo die Leute mitentscheiden konnten, welche Entscheidung ich jetzt treffen muss, weil die Entscheidungen sind ja wichtig für den weiteren Spielverlauf. Das sind so Sachen, die da reizen daran. Das kannst du im Fernsehen nicht. Was wird's denn da hier bei jetzt zum Beispiel RTL oder Vox oder bei diesen Serien mit Hilfe jung, dumm und bescheuert und oder Teenie-Mütter? Wo wird's denn da mitentscheiden? Was ist das für ein Content? Was ist das für eine Scheiße? Und bloß weil die so einen Scheiß verzapfen müssen, wir jetzt dafür büßen, sehe ich nicht so. Also wie schon gesagt, ich habe leider für mein Video, was ich geplant hatte für den Sonntag, zu wenig. Ich habe momentan 4 Videos, die wirklich richtig geile Arbeit gemacht haben, unter anderem Schütze 03, der hat ein Video gemacht, was er noch nicht hochgeladen hat. Seht zu, ich will es am Sonntag machen. Der Predacus hat ein Video gemacht, Minox TV hat ein Video gemacht, also da ist echt viel dabei. Hannibal natürlich auch, der hat sofort ein Video hochgeladen und ich brauche da ein bisschen mehr Input, Leute. Lasst doch mal eure Kreativität ein bisschen aus euch rauskommen, ja, dass ich ein bisschen was, ich brauche ein bisschen Input, ich brauche ein bisschen Stoff, dass ich da ein bisschen was zusammenschneiden kann. Aber wie schon gesagt, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Das war jetzt so meine Meinung zu YouTube und zu der Rundfunklizenz, was ich eigentlich wirklich vorhabe. Ich bin jetzt nicht konsequent dagegen, absolut nicht. Aber ich finde es halt, ich und Hannibal, wir haben schon mal darüber diskutiert, wäre übrigens auch mal ein Thema für das nächste Dunkelbubble. Eigentlich nicht wir diese Lizenz bräuchten, sondern YouTube an sich. Weil YouTube ist der Fernsehsender und wir sind die Sendungen. So sehen wir das. Also warum müssen wir Senderrechte haben, wenn das doch YouTube bräuchte? Was aber auch wieder doof ist, weil wenn es YouTube an den Geldbeutel geht, kann es ganz schnell sein, dass einfach ausgeschaltet wird. Und ich finde das halt schade und deswegen will ich dieses Video machen. Und deswegen müsst ihr mir helfen, denn ihr seid YouTube und ich nebenbei auch. Und auch die Großen und selbst der größte Scheiß-Content wie Miguel Pablo ist auch YouTube. Er hat ja auch eine Daseinsberechtigung, würde ich jetzt mal bauen. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine und ja, das war's eigentlich schon. Sind's, wie immer, wisst Bescheid. Ja, da sind wir auch schon in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war halbwegs informativ, ja, und auch ein bisschen lustig. Es ist immer unwahrscheinlich schwer, ein paar Gags zu finden. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, falls wir diesen Content noch hochladen können, ich und Hannibolle, wir haben ein paar Versuche gebraucht, weil es war echt, Könnt ihr auf jeden Fall bei Hannibolle mal vorbeischauen. Ich denke mal, er lädt es zuerst hoch, weil ich ja halt erst das Video für den Sonntag noch machen muss und Ding. Und dann muss ich arbeiten wieder das Wochenende. Ihr wisst ja, wie es läuft bei mir. Ich bin immer auf dem Sprung. Und ja, auf jeden Fall, hier ist nochmal mein letztes Video. Und wer überhaupt gar keinen Plan davon hat, von was ich überhaupt rede, ich habe auch die Rundfunklizenz mal erklärt. Da oben könnt ihr mal in die Dinge, in die Infobox reinschauen und da werdet ihr das Infokarten, Infobox, egal. Auf jeden Fall, da können wir reinschauen. Und wenn ihr mich wieder mal richtig cool fandet, dann gebt mir auf jeden Fall so einen hier. Und wenn ihr mich richtig, richtig krass fandet, dann natürlich wieder diesen. Ich bin euer Avenger. See you next time. Haut da rein. Servus, alter Schwede.